Diesmal ein Telix in der Hand. Willkommen zu einem neuen Video, Leute. Wir haben gerade das Kaiserschnitt-Video beendet und starten jetzt mit unserem Alanya-Anteil-Video. Wir sind gerade dabei, das Auto zu beladen, Leute. Ist eine Ente lang gegangen, Leute. Weiter geht's. Wir sind gerade dabei, die Autos zu beladen, Leute. Wir zeigen euch das auch. Wir schleppen gerade alles runter und es ist jetzt gerade 2 Uhr nachts oder so. Und wir fahren jetzt los. Ja, 2.47 Uhr sogar schon. Wir fahren jetzt gleich los. Wir haben ca. 6 Stunden Fahrt, bis wir in Alanya sind. Genau, dann nehmen wir euch in Antalya weiter mit bei diesem Video. Wir würden uns freuen, wenn ihr dran bleibt. Und adios amigos. Und abonniert, Leute. Abonnieren, ganz wichtig. Und like. Also bleibt dran. Zack. Leute, wir gehen jetzt. Ich bin so traurig, dass wir Reisheit verlassen, ne? Allah, ich bin so richtig traurig, Alter. So traurig. Die Autos sind ready, voll beladen. Weil wir kommen ja nicht wieder zurück. Meine Eltern kommen wieder zurück, aber wir nicht. Wir fahren ja dann weiter nach Sidi und dann sehen wir weiter. Die kommen ja wieder hier zurück. Wir verabschieden uns, Arabi und ich verabschieden uns auf jeden Fall. So, Leute, haben wir jetzt voll getankt für ja, 25 Liter und 578 Täler. Und das ist jetzt, keine Ahnung, deutsche Uhrzeit 3.30 Uhr. Deutsche Uhrzeit 2.26 Uhr. Türkische 3.30 Uhr. Und ja, wir fahren gleich los. Wir sind ready. Die Frau ist hier am Buch lesen. Shabi, mein Name ist am Chillen. Ist dein Name? Wir sind bereit. Meine Schwester ist da. Ja, wir fahren los. So, Leute, wir haben noch ungefähr 40 Kilometer oder so zum Hotel. Und ja, Strecke, Alter. Habt ihr die Strecke gesehen, Leute? Die ist schon krass, ey. Das ist wirklich ein Brett. Die Umgebung sieht sehr nice aus, die Strecke. Und man fährt immer die ganze Zeit so runter, gefühlt. Ja. Und ja, ich bin ungefähr seit 24 Stunden wach, Leute. Gestern, also den Tag, also den letzten Tag in Kayseri, bin ich so um 9 Uhr, 10 Uhr oder so aufgestanden. Und seitdem bin ich wach und mal gucken, wie es im Hotel wird. Ich versuche vielleicht für ein, zwei Stunden zu schlafen. Und gleich geht's weiter. Die Frau ist jetzt auch am Start. Die Frau ist jetzt auch am Start. Die hat schön gepennt. Aber ich habe von der ersten Sekunde, die wir ins Auto gestiegen sind, oder von den ersten 5 Minuten, bist du jetzt geschlafen. Wie viel haben wir? Ich weiß nicht, 40 Kilometer. 40 Kilometer. Ja. Richtig heiß. Ich erinnere mich richtig an diese Wege. Richtig, richtig schön. Ja, wir sind ja um 3 Uhr nachts oder so losgefahren, deswegen hat sie direkt gepennt. Ja, ich war durch. 9 Uhr jetzt. Jetzt lese ich noch mal ein bisschen mein Buch und dann sind wir schon da. Ja, also, let's go, weiter geht's. Und wir sind angekommen. Mein Schwiegervater ist auf jeden Fall schon ready. Meine Schwiegermutter hat auch schon ready. Die hat auch schon hier ihren Hut aufgesetzt. Ja. Let's go, würde ich sagen. Jetzt muss hier erstmal ausgeräumt werden. Sieht mehr aus, als es ist. Wir müssen ja nur die großen Taschen mitnehmen. Leute, ich schwitze jetzt schon, Alter. Ich muss direkt in den Pool. Sofort. Ich muss direkt schwimmen. Let's go. So, Leute. Wir sind in der Lobby. So. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus auf dem ersten Blick. Hier ist der Eingang und da checken wir erstmal ein. Leute, ich habe richtig Bock, Alter. Ich habe richtig Bock. Ich würde gerne am besten jetzt von hier da einspringen. Oder auch da. Egal. Mein Kinderteller wird gerade vorbereitet. Deiner. Wir sind direkt hier am Essen, Leute. Nochmal schnell Frühstück mitnehmen, Leute. Ganz wichtig. Wir haben jetzt gefrühstückt. Jetzt sind wir hier am Strand. Wir gucken uns jetzt die Anlage so ein bisschen an. Und ja, das ist der Strandbereich. Ich freue mich übertrieben, Leute. Ne? Ich will nur noch chillen, Alter. Ich schwör's ja. Poolbereich war auch brutal. Sehr, sehr nah, alles beieinander so. Wir sind da gerade ein bisschen am Chillen, am Meer. Mohammed kommt schon. Er rennt schon, er holt schon ab. Ja, und um 12 Uhr kriegen wir wohl unser Dings. Zimmer hoffentlich. Zwischen 12 und 14 Uhr. Und sie hat gesagt, er kommt so um 12 Uhr. Und dann wird sie versuchen, uns ein Zimmer zu geben. Ist nicht so lange, es ist noch eine Stunde noch. Versuchen uns umzuziehen oder beziehungsweise wir ziehen uns um. Und dann gehen wir schon mal ins Pool. So, Leute, lasst mich zur Ruhe. Ich habe mich jetzt umgezogen. Ich gehe jetzt ins Wasser, Leute. Ich bin tot. So, lasst uns jetzt zur Ruhe. Wir gehen jetzt ins Wasser. Yalla. Wir sind jetzt raus aus dem Pool. Erstmal. Jetzt sind wir erstmal Mittagessen. Und gerne geht's weiter. Wir haben immer noch nicht geschlafen. Ich bin seit 26 Stunden oder so wach.
Dementsprechend sehe ich auch aus. Mein Kinderteller ist wieder bereit, Leute. Das ist mein Mixteller hier. Zwei verschiedene Nudelsorten, Pommes, Brokkoli und Salat und Wassermelone. Lecker, lecker. So Leute, wir haben jetzt unser Zimmer. Jo, ich tue so, als würde ich jetzt neu kommen. Open the door. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Willkommen zu meiner Villa in Antalya. Willkommen, Leute. Ich bin herzlich willkommen. Stabil. Yes, das ist unser Spa. Besiktas, Besiktas, Besiktas. Jo, ich mach mal Weitwinkel. Quali könnte ein bisschen jetzt schlimmer sein, aber jo, so besser seht ihr dann mehr. Bad. Ja, ich finde es nice. Ist auch gut, aber könnte auch mal besser sein. Aber auch schon bessere. Also die Toilette ist nice. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Die Dusche ist nice. Regendusche ist am Start. Okay, kaputt gemacht. Ja, das ist kein Problem, das ist nur eine Dichtung. So, ganz simpel, simply clever, würde ich sagen. Und dann kommen wir so rein, haben ein Doppelbett und ein Einzelbett. Wir haben sehr, sehr viel Platz, definitiv. Jetzt kommen. Und unser Ausblick. Puh, scheiße, Billett. Billett. Scheiße, Billett. Du musst nur schieben. Boah, Balkon ist auch mega. Nice, ne? Ja. Boah, richtig schön. Er hat gesagt, wenn wir mehr Blick haben, kriegt er einen Besen. Ich glaube, ich müsste einen Besen fressen. Oh. Sehr, sehr stark, Leute, ehrlich. Sehr, sehr nice. Ich gönne mir jetzt hier erstmal einen Eiskaffee. Da habe ich schon die ganze Zeit Lust drauf. Lass sie mega schmecken. Wir haben uns oben ein bisschen ausgeruht, geduscht, kurz hingelegt und jetzt sind wir wieder am Strand. Jetzt bin ich am Meer. Der Strand ist zwar steinig, aber das Meer ist sehr, sehr sauber. Das Wasser ist türkis, richtig, richtig schön. Feier ich. Außer die Steine, wie gesagt. Nicht so angenehm, aber was soll's. I love it. Da werde ich es mir jetzt erstmal ein bisschen gut gehen lassen. Das ist auch super für die Haut. Und ja. Leute sind jetzt am Meer und die Wellen sind sehr stark. Heute irgendwie gefühlt, oder? Sind allgemein sehr stark. Ich weiß nicht, ob das hier immer so ist, aber heute auf jeden Fall sehr stark. So Leute, unsere Füße sind voller Steine vom Strand. Wir werden jetzt hier erstmal hier waschen. Bitte, bitte. Beste. Das sind meine Schwiegereltern mit den Kiddies hier. Ne, wer sind es? Partnerlook. Hier ist ein richtig schöner Wasserpark. Wir sind jetzt hier bei den Rutschen. Adam und mein Schwager wollen hier gleich die türkise und orangene Rutsche, glaube ich, benutzen. Bin mal gespannt. Da oben stehen sie. Oh mein Gott, die rutschen auf Knien. Was ist das? Hallöchen, Freunde der Nacht. Wie ihr sehen könnt, wir haben uns ready gemacht, sind bereit fürs Abendessen. Ein bisschen dunkel hier. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon Hunger. Man isst hier zwar ununterbrochen, aber ich finde, man kriegt einfach Hunger, wenn man im Wasser ist und schwimmt. Und ja, das ist mein Outfit of the day. Und da hinten ist Ehren. Wir haben Hunger. Ich auch. Und Leute, guckt euch mal bitte meinen Abdruck an. Jetzt suchen wir uns das aus, was wir uns nehmen und dann geht's raus. Wir sind jetzt beim ersten Abendessen. Der Teller müsste einfach größer sein. Es gibt so, so viel Auswahl. Ich habe einfach alles auf einen Teller gequetscht. Ah, fehlt auch so ein... Das Portadesco Rosaruncina. So Leute, jetzt essen wir eine Runde. Das ist mein Teller. Sushi. Mal ausprobieren, wie es schmeckt. Also wir haben jetzt aufgegessen und jetzt suchen wir nach einem Nachtisch. Weiß nicht warum. Ja, nimm doch einfach. Das könnte auch was werden. Oh, ist das Cheesecake? Ja, das ist Cheesecake, Alter. Ich habe mir jetzt 4 Kugeln Eis geholt. Ja. Bin ich der Einzige, der hier so isst, Alter? Kinderteller und dann sowas. Beste Läuse. Alhamdulillah, gut gegessen. Satt geworden. Hat auch sehr lecker geschmeckt. Alles war super. Jetzt machen wir eine nächtliche Spazierrunde. Richtung Meer. Ja, Sesabe. Sesabe. Sesabe, ich gebe dir 5 Teller, wenn du hier reinspringst. 5 Teller. 500 Teller. Hä? 500 Teller. Nein, ich habe 5 Teller. 500 Teller mache ich sofort. Ja? Ja. Mohammed, Suyatlade. Ich gebe dir 5 Teller. Wir gehen jetzt auf den Steg, Leute. Bisschen schön. Damir, ich gebe dir 5 Teller, wenn du nach hinten dahin schwimmst. Ich gebe dir 5 Teller, wenn du ganz nach hinten hin schwimmst. Ja? Machst du? Ich gebe dir jetzt sofort. Willst du nicht? Kannst dir eine Kugel Eis kaufen. Leute, wir sind hier auf dem Steg und das wackelt hier extrem. Mein Vater ganz entspannt. Ablacka.
Zack. So beruhigend, ne, Leute? Wir holen uns jetzt hier wieder wie jeden Morgen mit unseren Karten unsere Handtücher ab. Und jetzt gönne ich mir erstmal ein Eiskaffee. Ich habe das Frühstück verpasst, aber gleich in einer Stunde sehe ich schon wieder Mittagessen. Also von daher alles gut. So Leute, es ist wirklich wieder extrem, extrem hot und sehr schwül. Leute, ich habe einfach von 22 Uhr bis 11 Uhr morgens geschlafen. Ne? Aber ich war auch gestern 36 Stunden wach. Lassen wir jetzt erstmal den Eiskaffee schmecken. Dann wird safe erstmal geschwommen. Vielleicht gehe ich auch noch mal kurz ans Meer. Und dann gibt es dann gibt es erstmal Mittagessen. Ich bin ready. So. Ja, dann will jetzt hier erstmal jeder Arschbomben beginnen. Was, Bruder? Er will einfach den Ball machen, macht einfach Bauchklatscher. Und der nächste. Schöne Brille haben sie da. Danke, danke. Gilgen ist hier. Ordan zu Zunder. Meine Schwiegermama traut sich jetzt ins Wasser, Leute. Sie hat ein bisschen Angst, dass es so tief ist. Sie mag das eigentlich. Ich kann da gehen. Wo Schlurme gehören sie? Elinden tutsana. Yok iyi iyi tamam. Aa bak böyle ki ama ne güzel girdin bak. Aa bak böyle. Ben ayağım gördüm ama basama. Hakim bin. Ben öğreneceğim 55 yaşında kadar. Ben bir boşlukta gibi hissediyorum şöyle. Ama. Leute vom Pool. Sie hat einfach Angst, sie sagt, sie findet das gruselig. Maşallah. Aber da inersen o zaman tam yere basıyor. İnemem, inemem. Lan nasıl duruyoruz lan böyle? Yine de bastı. Aha bastı, yedi sizi drin. Aman eben gerade haben wir sie mitten einfach im Pool nicht geschmissen, aber sie ist einfach ins Wasser rein. Sie hat einfach Panik. Sie hat einfach die Panik ihres Lebens bekommen, weil sie hat einfach Schnappatmung bekommen. Und dann meinten wir, hier gibt es so eine Treppe, da kann sie in Ruhe langsam, langsam rein. Sie hat auch im Fahrstuhl Angst, Leute. Sie hat immer so in engen Räumen, im tiefen Wasser, sie hat einfach Angst. Aber so kann sich wenigstens mal ein bisschen abkühlen. Gleich gibt's Essen. Wuhu. Da ist Turist Rabia mit ihrer Käppi. Jetzt erstmal Zeit fürs Mittagessen. Das ist Ehrens Teller. Und das ist mein Teller. Wir sind jetzt wieder am Meer. Jeden Tag ein bisschen ins Meer. Also ich finde es am Pool angenehmer. Aber das Meer ist halt einfach gesund und auch gut für die Haut und so. Deswegen kommt es auf jeden Fall jeden Tag kurz hierher. Das Meer ist schon anders. Wie warst du es am Schwimmen? Er dann ist da hinten mit meinem Schwiegervater irgendwo. Sein Fuß ist nämlich verletzt und er rutscht hier dann aus. Deswegen versucht er jetzt da über die Treppe reinzugehen. Leute, wir haben was entdeckt und zwar Gözleme Bereich. Ich wusste doch, dass es sowas gibt. Ich hab jedes Hotel. Gözleme, Leute. Ja, aber trotzdem, das ist schon vom Wasser. Chitter, chitter. Sieht sehr, sehr lecker aus. Leute, die Schaumparty geht jetzt gleich los. Okay, let's go. Let's go.
Habe ich immer noch was auf meiner Hand? Mohammed, Sule! Mohammed, mach richtig Party! Fertig gemacht, Leute. Wir sehen uns draußen wieder, ja? Heute mal keinen Kinderteller für den süßen Ehren. Das ist ein Männerteller. So, Leute, wir haben jetzt gegessen und jetzt sind wir hier bei Mini-Disco, Kinderdisco, keine Ahnung, wie man das nennt. Mini-Club, hier. Yeah. Wir sollen wohl mitmachen. Wieder im Zimmer. So, Leute! Ja, ihr habt es gesehen, wir spielen jetzt Skippo und haben hier unsere Shisha. Jetzt gehen wir zu meiner Schwester und spielen erstmal Skippo und ein bisschen Shisha. Wir sind jetzt da. Balkonparty geht ab. Ich spiele jetzt eine Runde Skippo. Ich werde rasieren. Checkindex sind auch am Start und Shisha auch, Leute. Schön, dann auch, ja? Nice. Niemals wirst du gewinnen. Safe, ich werde gewinnen. Safe. Mit Ansage, ich werde gewinnen. Guten Morgen. Guten Morgen zu einem neuen Tag aus. Aber ja, ein paar Jahre. Wo sind wir eigentlich? Sie der. Okay, aus Sie der. Ja. Das ist wieder Hotline-Feier. Wir sind auch ziemlich braun geworden, sehe ich gerade auf dem Video. Oder auf dem Handy. Gehen wir erstmal zu Dings. Baslam essen. Ja. Wir haben jetzt hier unsere Baslamas mit Zucker. Hier ist richtig geil, dass das mit Zucker und Zimt machen. Schmeckt einfach anders. Willst du schwitzen? Nein. Und dann haben wir hier noch welche mit Kartoffelkäse und Petersilie gemixt. Chitter. Afiatossen. Es sind knapp 2 Stunden vergangen, wenn überhaupt. Und wir essen schon wieder. Pommes, heute gibt es mittags auch Adama. Ich habe Nudeln, Pommes, immer ein extra Salatteller, Leute, beste. Meine Schwiegermama liebt, glaube ich, Hähnchen. Helgen Tavuk.
Beğendin mi yemekleri? Evet, güzel, çok güzel. Çok arıya gidiyor. Evet, çok arıya gidiyor ya. Man muss ehrlich sagen, dass das Essen schmeckt wirklich sehr gut. Ja, schmeckt gut und es gibt auch wirklich genug Auswahl und es gibt ständig was zu essen. Aber meine Schwiegermama hat ein schlechtes Gewissen. Stimmt ja auch, dass so viel bestimmt im Müll kommt, aber ich glaube nicht, dass sie das im Müll schmeißen. So, was geht ab? 19.10 Uhr haben wir es gerade. Und wir gehen jetzt was zum Futtern. Was futtern? Yes. Das ist quasi unser Outfit for today. 19 Uhr. Ich habe meine schönen Schuhe. Neuen Schuhe. Stabi. Meine neuen Schuhe. Stabi. Keine Planänderung, Leute. Die Frau möchte ein paar Bilder machen. Gar keinen Bock, aber gehört dazu. Und deswegen folgt uns jetzt auf Instagram, um die Bilder zu liken. Wisst das gerade? Nein. Quatsch. Ich habe wieder einen gemixten Teller, um von allem ein bisschen zu probieren. Hier nochmal einen separaten Salatteller. Das ist Ellens Essen. Bestellt euch immer ein, zwei Gläser mehr. Direkt von Anfang an, dann müsst ihr nicht später nochmal warten. Ich bestelle mir immer zwei direkt. Ich habe 4 Gläser Cola getrunken. Aber Sido, Eis. Jetzt will ich mir wieder 4 Kugeln Eis. Und das Eis schmeckt auch wirklich sehr lecker. Irgendwie anders. Heute ist hier irgendwie Mexican Night, aber ich habe mir nichts Mexikanisches genommen. Ich gucke jetzt nochmal bei den Desserts, was es so Leckeres gibt. Ich nehme euch mal so ganz kurz mit. Mal schauen, ob was für mich dabei ist. Good morning zu einem neuen Tag, Leute. Leute, Adam und ich haben einfach letztens ein neues Spiel erfunden. Einfach Basketball spielen. Der Gegenüber bildet immer den Korb. Ihm geht's auf jeden Fall Hayat. Okay, mein Schwiegermann macht einfach Party am Poolrand. Up to the pool. Get ready. 3, 2, 1, and go. Hä? Heute ist der letzte Tag. Hast du schon Hallo gesagt? Nein. Hallo, ist der nächste Tag. Wir waren kurz im Pool. Jetzt gehen wir was futtern, Mittagessen. Heute ist unser letzter Tag, wie gesagt, Leute. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß nicht, wir sind jetzt mit dem Auto hier, deswegen können wir das so richtig machen. Oder den Tag heute auch richtig ausschöpfen. Den letzten Tag nutzt ihn auch komplett aus, Leute. Wir sind schon ausgecheckt, Leute. Wir sind schon ausgecheckt, genau, Zimmern haben wir schon abgegeben. Aber wir bleiben trotzdem noch hier, duschen genau. Dann einfach im Hammam. Genau. Es gibt ja immer so einen türkischen Bad-Sauna-Bereich. Da kann man dann noch abends duschen, man kann hier noch genau. Schwimmen essen und dann einfach abends gehen. Genau. Unsere Teller sind wieder ready. Hier ist so das Mittagsbuffet. Nuggets, Pommes, hier gibt es Gemüse, Spaghetti, da gibt es 3 verschiedene Nudelsorten. Hier gibt es immer Wassermelone und hier gibt es nochmal ein Salatbuffet und da hinten auch noch. Es ist jeden Tag das gleiche quasi. Es ist wieder Zeit für Balsamer. Unser Favorite hier ist Zucker mit Zimt. Die schmecken wirklich sehr, sehr krass lecker, ne? Ich habe mir gerade ein Eis geschnappt und jetzt sind wir das letzte Mal hier in Alanya oder ist wieder im Meer. Die beiden sind ready für Jetski. Jetzt geht's los. Leute, wir sind eigentlich schon so weit weg, aber ich habe hier auf Zoom auf 9. Oh shit. Ja, 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 ja. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Während die Jetski fahren, chill ich hier am Strand und genieße hier noch den letzten Tag in Antalya. Das Meer. Ich glaube, die haben jetzt den Fahrer gewechselt.
glaube, dass der Serbi jetzt gerade fährt. Ja. Ich habe einfach mal kurz die Position hier getauscht. Ja, dann sitzt jetzt hinten mit der Serbi vorne. So Leute, wir verabschieden uns jetzt von ihr und gehen jetzt duschen. Wir sind so traurig, ne? Es ist nämlich vorbei. Ja, so schön. Heute ist hier beim Abendessen Turkish Night. Türkisch Night ist, dann gibt es natürlich auch G-Köfte. Richtig, richtig hübsch angerichtet hier heute. Guck mal, hier gibt es noch mehr Süßes. Noch mehr Leckereien. Das kann man gar nicht alles aufnehmen. Da hinten natürlich wieder die Salatbar. Hier gibt es auch verschiedene Spezialitäten. Draußen wird heute auch noch gegrillt, haben wir gesehen. Und hier sind die ganzen verschiedenen Gerichte. Hier auf der anderen Seite und da die beiden Seiten hinten noch. Hier sind auch nochmal verschiedene Salate, wie ihr sehen könnt. Couscous-Salat, Kartoffelsalat und so weiter und so fort. Hier wird auch Tantuni gemacht. Hier gibt es auch Içli-Köfte und Mante. Alles, was das Herz begehrt. So, jetzt sitzen wir hier wieder an unserem großen Tisch. Wie ihr seht, das ist türkisch heute, Leute. Was ist das? Heute gibt es Eiskuchen, Eistorte. Was zur Hölle? So Leute, wir verabschieden uns jetzt von meinem Schwager und von meinen Eltern, weil die fahren jetzt wieder nach Kayseri und wir fahren dann weiter nach Çeşme, İzmir. Tschüss! Sie sind da, Allah'a emanet! Ja, ja, zaten. Fahrt vorsichtig! Tschüss! Sie sind da, Heide! Eine Hautabrasung. Versucht auch nicht. So Leute, es ist jetzt 4 Uhr morgens. Die Lobby des Hotels befindet sich da und hier hinten ist auch nochmal so eine Hinterlobby. Und damit wir nicht zu früh in İzmir sind, haben wir einfach eben gerade hier. Wie lange haben wir geschlafen? 5 Stunden locker, ne? 5 Stunden. Haben wir dann und ich gerade einfach 5 Stunden hier auf dem Sofa gepennt. Weil wir sind ja schon gestern um 12 Uhr ausgecheckt, waren dann noch den ganzen Tag hier natürlich und meine Schwiegereltern und so sind schon um 9 Uhr oder so wieder losgefahren nach Kayseri. Wir gehen ja weiter nach İzmir, checken aber erst morgen im Hotel ein und damit wir halt nicht so früh da sind, haben wir es uns da hinten gerade gemütlich gemacht. War auf jeden Fall lustig.
5 Stunden, voll gut, ne? Jetzt wird es langsam, also jetzt noch nicht, aber gleich in 1 Stunde, 2 Stunden wird es hell und dann schon wieder New Day. Adios. Also Leute, das war's mit Cider, Antalya, Amanda und Nana. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns in Tschechien wieder. Lass genau, Leute. Und lasst ein Like da. Bis dann, ne? Wir sind jetzt im Auto bei einer Tankstelle. Und ich wollte auch nochmal persönlich Tschüss sagen, Leute.